Oh, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorysi Blog. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich mache die Aluminiumproduktion zwischen Episoden. Ich habe festgestellt, das ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Wir haben doch hier auch einen vierstufigen Prozess. Dementsprechend will ich den natürlich auch zeigen. Weil wir müssen ja auch lokal noch ein paar der anderen Materialien herstellen und dafür brauchen wir, wenn ich mich nicht täusche, einen von denen und was braucht man sonst noch? Einen von denen. Dafür brauche ich Stone Bricks. Fünffachen Speed. Ich habe schon wieder keine mehr. Mein Inventar ist aber auch randvoll mit irgendwelchem Junk. Andererseits, ich habe fast alles, was ich brauche. Da, Stein. 600 Stück. Perfekt. Diesmal haben wir den Stein ziemlich schnell aufgebraucht, weil schließlich nur so sehr wenig da war. Okay, das heißt, ich will hier mal ganz kurz Aluminium haben. Aluminium. So. Okay, dafür brauche ich natürlich auch hier wieder. Aluminium ist das hier, wenn ich mich nicht täusche. Und nach drüben ziehen. Das ist zwar jetzt mitten hier drin, aber das ist okay. Schritt Nummer 1. Aluminium Hydroxide draus machen. Shift E aus der Position. Bitte mit Energieversorgung von da drüben. Okay. Was brauchen wir? Hier brauchen wir Sodium Hydroxide. Sodium Hydroxide. Für Sodium Hydroxide, dafür brauche ich wahrscheinlich auch nochmal einen Clarifier und zwei von denen. Die dürfen auch mal hier rein. Boah, habe ich viele Sachen im Inventar, die ich nicht unbedingt brauche. Okay. Ich habe auch hier eine Menge Alumina bekommen. Sehr schön. Die muss ich, vielleicht will ich das tatsächlich so haben, dass ich wenigstens einen gewissen Stack davon habe. Okay. Wir brauchen Electrolysis. 1, 2. Das hier. Saline Water. Damit ich hier meine Sachen produziert bekomme. Ich werde das jetzt einfach mal hier auffüllen. Theoretisch muss ich natürlich hier auch sagen, dass Chlorin brauche ich ja für Sachen. Das heißt, kann ich Chlorin bottlen? Chlorin Gas Bottle? Yep, kann ich bottlen. Also wird das gebottelt. Das will ich wahrscheinlich irgendwo mal nach hier schieben. So, ein bisschen davon. Bottle, 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 Overflow Valve und so weiter. Water Treatment, Overflow Valve, hier nach drüben und da kommt dann das Gas hin. Der bekommt dann auch gleich nochmal einen Electric Pole, dass der auch Power hat. So wie ein Medium Electric Pole. Und dann brauche ich noch das hier, eine Barreling Pump. Chlorine Fill, Chlorine Gas Barrel. Perfekt. Einfach, dass wir die später abgreifen können, wenn wir die brauchen. Da muss man natürlich dann schauen, dass die Sachen wieder hinhauen. Und der braucht jetzt natürlich Saline Water. Saline Water kommt. Sepp. Einmal durch die komplette Basis durchsprinten. Wo war das doch gleich? Habe ich jetzt schon wieder keine mehr von denen. Bald muss ich wieder neue von denen herstellen. Weil die verbrauchen sich ziemlich schnell. Habe ich irgendwas, was ich. Ja, ich muss dann ein bisschen Junk loswerden gleich. In einer der Dump Chests unterwegs. Weil sonst haut das nicht mehr hin. Die ganzen Erze und theoretisch auch das Alumina, das ist dann okay.
Okay, das passt auch. Sehr schön. Wir haben sehr, sehr wenig Ressourcen, die tatsächlich durchkommen, weil ich da sehr, sehr viele Materialien brauche. So. Das darf mal ganz kurz weg. Stattdessen hätte ich gern das hier. Für das braucht man nämlich Material, das ich auch demnächst herstellen werde. Das Purified Water. Theoretisch gibt es hier auch die. Nein, ich könnte natürlich auch einen Water Salinator hernehmen, der dann die ganzen Sachen nicht mehr braucht. Aber naja. So, verbinden. Von hier nach dort. Wasserpumpe. Langsam weiß ich, wo die Sachen stehen. Und. Okay. Dahin, Power, so. Und ab jetzt produzieren wir die Materialien, die wir brauchen, hier lokal. Gut, das wollte ich einfach gezeigt haben. Das ist irgendwie schade, wenn ich das nicht hätte. So, Blast Furnace. Alumina. Dafür brauche ich Aluminium Hydroxide. Ich mache hier nur zwei Stück in dem Fall. Jetzt brauche ich auch noch hier eine Kiste. Mit Fuel Power Kabel daneben. Dann kann ich den hier wegnehmen. Jetzt brauche ich natürlich auch Fuel. Ein bisschen was habe ich im Inventar, aber das ist so wenig im Verhältnis, dass sich das, glaube ich, nicht lohnt. Ich habe ja inzwischen hier eine. Das ist produziert, ist ja nur dafür da, Holzkohle zu produzieren. Mache ich auf die Variante dann. Habe ich keine Rückstände. So. Wie effizient wäre das, wenn ich da einfach einen Weg bauen würde? Genau genommen so effizient, dass es fast schon eine Verschwendung ist, es nicht zu tun. So, Holzkohle da rein, damit es auch richtig schön lang hält. Okay, und wir produzieren Alumina. Jetzt hätte ich hier gerne eine Kiste dazwischen. Dann brauche ich Red Circuit Condition. Die kommen mit, wird mit dem verbunden und der sagt Enabled. Größer. Alu. Mina von 200. Set. Perfekt. Und damit kann ich dann die Sachen nehmen. Da habe ich gesagt, brauche ich das hier. Da brauche ich dann Carbon. Das heißt, eigentlich wäre es wahrscheinlich ordentlicher, wenn ich tatsächlich so machen würde. Und dann brauche ich Carbon. Die Holzkohle. Die Holzkohle kann ich bestimmt irgendwo anders loswerden. Irgendwo, wo wir tatsächlich auch Holzkohle verbrauchen. Wie zum Beispiel beim Bereich Eisen. Da haben wir wahrscheinlich schon wieder einen Riesenschwung von dem Zeug verbraucht. Sehr gut. Dann brauche ich noch Carbon wieder. Manchmal hätte ich schon gern hier ein komplettes Logistics Train Network oder sowas, wo ich dann einfach sagen kann, okay, hier transportieren wir jetzt Carbon auch her. Aber das habe ich halt noch nicht. Das werde ich auch irgendwann machen, weil vor allem, wenn ich skalieren will. Dann muss ich das machen. Dann kann ich vor allem sagen, okay, ich brauche jetzt mehr von dem Material, mehr von dem Material, mehr von dem Material. Dann passt das schon. So, Carbon. Ersetzt die mal durch das hier. Genau. Solange hier keine 200 Stück drin sind, macht er nichts. Das ist auch gut so. Und dann darf er die abtransportieren. Die andere Möglichkeit, die ich habe, ist natürlich, dass ich schaue, ob ich Transistoren aufheben kann und dann Stack Inserter nehmen. Weil die kriegen halt bessere Boni. Dementsprechend wird sich das vielleicht sogar anbieten, das zu machen. Dafür brauche ich nur eine Handvoll Transistoren und die muss ich erst natürlich auch wieder in meiner unglaublich kleinen Basis finden. Okay, Transistoren und. Dafür brauche ich die Dinger. Dafür muss ich, glaube ich, einfach mal ein bisschen Holz mit hochnehmen.
Holz, danke. 67 Phenolic-Quarz, was brauchen die? Rubber, was ist das Problem hier? Ah, wahrscheinlich, weil ich davon nichts mehr habe. Okay. Aber das genügt. Für einen Augenblick. Phenolic-Quarz, bitte. Wie viele von denen brauche ich für einen Stack-Inserter? Zwei Stück. Eins, zwei. Stack-Inserter, bitte. Im Moment bringt der nicht sonderlich viel. Außer einem extra Powertrain. So, Stack-Inserter. Später, wenn wir die an vielen Stellen einsetzen, weil die einfach richtig effizient sind. So, das hier. Okay, der arbeitet natürlich auf der gleichen Bedingung. Ach, die stacken nur bis 100. Okay, dann größer 100 Set. Wahrscheinlich sollte ich hier dann auch einen Stack-Insert dafür hernehmen, aber dazu müsste ich nochmal Boards holen. Das ist halt auch doof. Na gut, was machen wir mit Alumina Bars? Aluminium Ingots schmelzen. Ich könnte Chrom herstellen, kann ich aber im Moment noch nicht. Genau, einfach geschmolzenes Zeugs. Ich könnte die theoretisch für andere Sachen wieder hernehmen. Okay, einfach einschmelzen. Müsste ich dabei haben. Ah, ich habe es aber noch nicht geupgradet. So. Das hier. Eins. Und zwei. Molten Aluminium. Wahrscheinlich will ich hier auch wieder zwei Casting Machines haben. Eins, zwei. Casting von Aluminium auf Aluminium Plates. Fünf von denen wiederherstellen. Eins, rotieren. Power. Rotieren. Klick, klick, klick. Und Kiste habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo eine rumstehen, oder? Nein, keine mehr. Ich habe alle verbraucht. Gut. Dann ist das, soll mir das auch recht sein. Andersrum. Ich muss die rumsortieren. So. Und ab jetzt produzieren wir Aluminium Plates. Perfekt. Okay, das hat jetzt eine Viertelstunde gedauert, einfach nur bis dieser Prozess hier soweit war. Ich habe immer noch nicht damit angefangen, die Outputs auch zu verarbeiten. Das muss ich auch nochmal irgendwann machen. Okay, für das nächste brauchen wir, das habe ich ja diesmal gesagt, dass ich das tatsächlich mal haben will. Siehug, das hier einmal die ganze Reihe lang. Natürlich auch hier wieder Underground Belt dorthin. So. Ich trenne das jetzt nochmal an der Stelle. Das eine ist, was habe ich gesagt? Ich brauche LED dafür. LED. Das heißt, ich werde hier mal ganz kurz wieder zurückgehen, schauen, dass ich mein LED bekomme. LED ist das schwarze Zeug. Gut. Jetzt ist die Frage, underground ich das oder die anderen Sachen? Und die Antwort wird sein, natürlich wird das hier undergrounded. Habe ich das eins zu hoch gemacht? Ja, gut möglich. Dann kann es sein, dass ich noch ein paar Mal mehr Undergrounds machen muss. So. Das Ding ist zwar cool, aber das brauche ich nicht. Was ich tatsächlich gern hätte, wäre. Das Setup hier.
Kopieren. Bearbeiten. Das Setup hier oben behalte ich. Aber das ganze Zeugs hier, ich brauche alles. Genau, die Sachen hier brauche ich nicht. Und die werde ich auch entfernen, dass sie weg sind. Okay, das produziert nur irgendwelches Zeugs, das ist okay. Die brauchen Materialien, sehr schön. Safe. Let Processing Plant. Ich muss das ja nicht nochmal komplett bauen, das wäre ja auch blöd. So, dahin. Bitte das hier hin. Sehr schön. Okay, was brauche ich? Ich brauche zwei Blast Furnaces. Ich werde wahrscheinlich sogar noch mehr brauchen. Deshalb kann ich auch drei erstellen. Zwei von denen. Dann die anderen Pipes müssten funktionieren. Induction Smelter. Habe ich da einen Mark 1 gehabt oder einen Mark 2 ist die andere Sache? Wahrscheinlich einen Mark 1er. Warum habe ich da einen Mark 1er gehabt? Keine Ahnung. Bitte den Mark 1er hernehmen. Dann zwei Kisten. Und jede Menge Pipes. In dem Fall werde ich das wahrscheinlich auch einfach statt das hier hinzusetzen. Water Treatment. Verifying. Nein, das müsste wahrscheinlich eher einer von denen sein. So, Power. Das braucht Carbon. Das ist halt jetzt, okay, das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder Carbon und Holzkohle holen müssen. Okay, Carbon. Holzkohle. Warum beides? Holzkohle ist so viel günstiger im Moment. Ich könnte da oben natürlich auch zusätzlich noch Carbon herstellen, aber. So, okay. Holzkohle, die uns nie ausgehen dürfte. Carbon, das uns wahrscheinlich schon eher ausgeht. Ich habe immer noch diese dämlichen Catalysts dabei, die ich nicht brauche. Ich platziere die jetzt einfach mal im Auto-Trash und fertig. So. Produzieren wir. Haben wir jetzt Molten Lead? Nein. Warum nicht? Weil mir die Dinge ausgegangen sind. Was brauchen die? Oh, die brauchen Sauerstoff. Ah ja, dafür brauche ich natürlich auch hier wieder einen von denen und einen von denen und einen von, ist das ein 1 oder ein 2er? Chemical Plant 1, okay. Okay. Produktion von Sauerstoff läuft. Sauerstoff wird verarbeitet. 120 Stück braucht man dafür pro Einheit. Okay, wir haben unser geschmolzenes Lead. Okay, die andere Sache, die wir brauchen. Das war jetzt. Was für ein Material? Dieses blaue Zeugs ist Zink. Zink. Das brauche ich für ein paar, oder Zink wahrscheinlich eher. Das kann ich mal einfach aufschreiben, wenn ich mal dafür habe. Zink. Auf Deutsch ist es natürlich mit K geschrieben, deshalb habe ich mich da auch erstmal vertan. So. Zink. Muss verarbeitet werden mit Sauerstoff. Mit Molten Lead und mit Ore. Okay, Sauerstoff. Naja gut, Sauerstoff kann ich bekommen.
kann ich theoretisch auch hier nochmal hier rüberziehen, einfach, dass ich da auch noch ein bisschen Sauerstoff habe. Ist ja, ich habe ja schon Sauerstoff hier. Das wäre ja doof, den nicht noch mitzunutzen. Dann kommt der irgendwo da rein, wenn ich das richtig sehe. Nicht Lead, Zink, 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 Silber, Zinn, Leim. Welche Maschine? Ein Chemical Furnace, okay. Als erstes mal ein Chemical Furnace. Chemical Furnace müsste auch hier drin sein, wahrscheinlich. Chemical Furnace, das ist in dem Bereich eher. Das ist das allererste Mal, dass wir so ein komisches Objekt brauchen. Das erste Mal, dass wir diese tolle Maschine hier nehmen müssen. Zink. Okay. Das heißt, ich muss es einen Tick nach oben schieben, so ungefähr auf die Höhe. Zink. Dann brauche ich noch das geschmolzene Lead. Bis dahin. Was produziert das? Das sieht fast aus wie Sulfur. Sulfurdioxid. Das ist schon wieder Sulfurdioxid. Nachdem das das gleiche Gas ist, kann ich das hier rausnotieren. Okay, die brauchen jetzt nur noch das tatsächliche Zink, wenn ich mich nicht täusche. Dazu nur mal ganz nebenbei bemerkt, warum habe ich hier so einen wahnsinnigen Aufwand für diese Sache gemacht, wenn ich das auf die Variante genauso lösen kann? Das gleiche auf der Seite. Das ist doch viel angenehmer. Und das Gleiche werde ich natürlich dann auch hier machen. Oh, ich habe keine Platten mehr. Die hole ich mir mal ganz kurz welche ab. Ansonsten passiert mir das die ganze Zeit, dass ich ewig auf alles warten muss und da habe ich keine Lust drauf. 1, 2, 3 für 600 Stück. Das dürfte funktionieren. Irgendwann muss ich mal Auto Research wieder anmachen und so, aber dauert noch ein bisschen. Meine Güte, so viele Stunden, die wir jetzt schon an dieser Verarbeitungsstraße arbeiten. Das ist doch auch wahnsinnig. So rum. Gut, was kann ich damit machen? Oh, dann kriege ich Lead Ingots raus. Lead Ingots muss ich dann. Kann ich dann theoretisch auch wieder rückwärts machen. Dann müsste ich nur das hier ändern. Ich würde gerne erst einen Filter setzen können, aber das hier macht Lead Ingot. Ich glaube, das ist auch das, was hier rausgekommen ist, ausschließlich. Und dann brauche ich ein Prioritätssplitter, theoretisch. Das hier ungefähr. Und zwar kriegt er eine Input-Priorität von links. Da setze ich einfach nur einen von denen hin. Der droppt auf diese Position von dieser Position. Ja, das ist korrekt. Und der nimmt von der Position her. Damit sollten die automatisch gedrängt werden. Ah, okay, das passt perfekt, so wie ich das auch haben will. Das heißt, wenn ich Überproduktion habe, macht er die Sachen. Okay, und jetzt muss ich natürlich mit den Zink-Ingots was machen. Was kann ich mit denen nochmal machen? Molten Solder, Molten Brass, Molten anderes Zeugs. Die werde ich wahrscheinlich einfach so extrahieren. Weil Solder ist mir egal. Solder mache ich anders. Aber Brass und Gunmetal muss ich so machen. Aber ich habe auch Molten Zink.
Das heißt, ich werde dieses Setup sogar zum Teil nochmal kopieren müssen. Klick. Das kommt. Sync Ingots. Ja, das ist übrigens nicht das, was ich eigentlich halt. Ich mache das hier nochmal weg. Dann habe ich wieder Zink im Inventar. Das ist aber auch okay. Drop das einfach dahin und fertig. Was will ich mal haben? Ich wollte schmelzen. Das und zwei von denen, glaube ich. Wahrscheinlich, oder? Sobald ich die eingeschmolzen habe, ja, Zinkplates. Das ist das Einzige, was ich damit machen kann. Molten Zink. Drei von denen, wie immer. So. Und das wird eingeschmolzen. Eins, zwei. Eins, zwei. Ach, ich hatte sogar noch einen übrig. Na gut. Was kann man eigentlich mit diesen Platten machen? Nur die Zinkbatterien. Au. Okay. Die brauchen noch Power. Das ist auch so eine Verschwendung. Das hier hin. So, dahin, dorthin. So, perfekt. Okay, jetzt produzieren wir Zink ohne Ende. Wobei wir die natürlich später, ich denke fast sogar, dass ich die sogar hier rausnehmen sollte noch zusätzlich. Maus wieder zu niedrig. 26 Minuten. Das ist eine der Sachen, wo ich tatsächlich dann mal hier zurück auf den Welt führen werde. Okay, auf direkt neben dem Weg kann ich die laufen lassen. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, ich muss aber filtern. Mist. Hier auch. Bitte nur 10 Ingots. Ansonsten muss ich hier diesen ganzen Junk aufheben. Und da habe ich auch nicht so wahnsinnig viel Lust drauf. Das sieht auch nochmal aus, als wäre da nochmal sowas. So. Ich bin ja froh, dass ich die Sachen kann ich doch da reinschmeißen, da muss ich nicht ganz so lange warten. Und die kann ich da reinschmeißen, da muss ich auch hier nicht ganz so lange warten. Perfekt. Und noch eins. Mist. Okay. Die da rein und das da rein. Das heißt, primär werde ich versuchen, die Sachen zu recyceln. Und wenn, ich weiß nicht mal warum, wenn die natürlich nur Katalysator sind und ich das feststelle, dann kann ich dieses komplette Setup hier auf der Seite entfernen. Dann würde ich wahrscheinlich auch einfach das bisschen Leid, das ich habe, für die anderen Positionen hernehmen können und so weiter. So, jede Menge Batterien für uns bereit. Puh. Und dann würde ich sagen, wir können beim nächsten Mal anfangen, die entsprechenden Alloys zu machen. Also die restlichen, ups, die nächsten wichtigen Alloys zu machen, dass wir mal ein bisschen weitermachen können. So ungefähr auf der Höhe. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen sehr viel Platz, aber das ist okay. Wir haben ja schließlich noch ein paar Alloys, die wir herstellen können, wenn ich hier mal Molten eingebe. Molten. So ein paar Sachen, die wir haben wollen. Molten Aluminium haben wir erledigt. Brass braucht Zink und Kupfer. Kupfer und Zink machen Brass, was auch immer das war. Und was kann man damit machen? Damit kann man Brass Plates machen. Da kann man Eggs draus machen. Chest, Gear Wheel, Pipe, Big Electric Poles Mark 2, Heat Exchanger Mark 2, Medium Electric Poke Mark 2 und Distractor Robot Parts. Und wofür braucht man die hier noch? Für Ore Crusher Mark 3. Das heißt, das ist eine super wichtige Sache, die wir hier forschen. Also super wichtig, dass wir die machen.
Das ist wirklich jetzt die Frage. Theoretisch könnte ich, wenn ich es genau. Also, hier kommt ja nur noch eine einzige Straße. Nein, wie viel kommen da noch dazu? Das müsste Ore Processing 3 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück kommen noch dazu. Noch 6 weitere Lanes. Und theoretisch könnte ich drunter dann die ganzen verarbeiteten Lanes machen. Oder ich werde das umstellen, dass hier später tatsächlich hier oben Zugstationen sind oder sowas. Oder ich leite die hier oben weiter. Das ist die andere Möglichkeit. Für die, dass ich dann wirklich nur den ersten Teil hier mache, wo dann nur noch die Ingots sind. Und dann habe ich noch, will ich theoretisch auch eigentlich noch Holzkohle und Carbon hier entlang transportieren. Und das ist halt alles. Das ist halt die Überlegung. Oder ich schmelze die Sachen einfach an den jeweiligen Stellen nochmal ein. Das interessiert mich aber ehrlich gesagt so ein bisschen, schon so ein bisschen, wie sehr das gebraucht wird. Ja, das sieht wirklich so aus, als würde es nur ein, wäre das ein reiner Katalysator. Ich kann ja mal ganz kurz schauen. Und Zink. Er braucht Zink-Ingots. Die brauchen 60 und das wird zu 6 Stück wieder. Ja, das heißt, ich brauche dieses Setup hier links nicht. Das muss, das kann komplett weg. Das ist 100% unnötig. So, dann muss ich nur das noch mal ein bisschen abändern. Dieses Ding hier bekommt natürlich dann dementsprechend auch weg. Ja, und dann habe ich hier auch nicht mal einen Powerbedarf. Kann ich das nicht auch noch hier optimieren? Warum ist das hier drin? Das macht keinen Sinn. Mit was ist das im Moment gefüllt? Das ist okay, das passt. Okay. Bei die Sachen hier, die sortieren das schon dann ganz von allein. Und dann habe ich ja halt so ein kleines bisschen Durchlaufmaterial. Die restlichen Sachen kann ich dann einfach auffüllen. Ach, jetzt den brauche ich auch nicht für irgendwas anderes. Dann fülle ich beim Stahl wahrscheinlich ein bisschen nach. Ja, und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal kümmern wir uns dann tatsächlich um so ein paar der zusätzlichen Sachen, die noch übrig sind. Bitte da auffüllen, bitte da auffüllen, bitte da auffüllen. Ja. Oder wir können, also entweder kümmern wir uns um die Compounds, damit wir die nächsten Ressourcen machen können. Das ist halt jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Wahrscheinlich würde ich versuchen, dass ich Blue Science automatisiert bekomme. Ja, ich markiere das mal kurz und das ist dann einfach das nächste größere Ziel. Gut, wo habe ich das? Genau, Optimize Resources. Ich würde sagen, das haben wir erledigt. Das nächste, was wir machen, ist Automate Blue Science. Perfekt. Das ist so das nächste größere Ziel. Na gut, ich würde sagen, das war dann schon wieder deutlich länger als erwartet. Andererseits, ich habe auch die Möglichkeit herausgefunden, wie ich meine Videodatei ein bisschen kleiner bekomme. Ich hoffe nicht zu viel Qualitätsverlust. FFmpeg, wenn ich keine Parameter hingebe, macht die Videos 1 GB pro halbe Stunde statt 3,5 GB. Ja, na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß, ihr Leute. Bye bye.